sind wir wach, Freunde. Herzlich willkommen zu Auch Sterzig. Mit mir, Auch Sterzig. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Morgen gehabt oder wunderschönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video seht. Ich denke mal, es ist für die meisten eher Nachmittag oder Abend. Ist ja auch egal, ne? Ich hoffe, euch geht es gut, meine Damen und Herren. Wir sind wieder im Heinz-Setup. Es sollte aber theoretisch eine bessere Kamera sein als neulich. Wir haben ein bisschen geupgradet hier zu Hause, dass die Kamera jetzt zumindest nicht mehr mich rauskiet, wenn ich mal näher komme. Oder dass ich mal was in die Kamera zeigen kann, ohne dass direkt irgendwie das Licht total abgefuckt ist. Es ist wunderschön. Ja, genauso wunderschön, meine Damen und Herren, soll dieses Spiel sein. No Rest for the Wicked. Ich persönlich, für meinen Teil, bin nicht so drin in der Lore. Von dem Entwickler auch. Ich kenne die Spiele nicht, die der Entwickler davor gemacht hat. Ich werde jetzt eine ganz objektive, total distanzierte und völlig, ja, eigene Meinung zu diesem Spiel ohne Vergleiche zu anderen Games ziehen. Ja, das Spiel ist richtig beliebt schon. Es spielen sehr viele Leute gerade. Und dazu kommt noch, dass ich nur kurz in die Bewertungen reingeguckt habe. Und da haben sehr viele bemängelt, dass es nicht so geile Steuerung sein soll. Das ist das Einzige, was ich finden konnte. Ich habe auch jetzt nicht ewig Zeit investiert, zu suchen, was es da für Bewertungen gibt. Aber es wurde gesagt, die Steuerung ist nicht so baba. Wir lassen uns überraschen. Ich habe schon gesehen, Maxim streamt das Spiel gerade. Boah, lecker. Schöne Cola im Glas, ne? Cola Zero. Wir machen uns einen neuen Charakter. Für die, die sich wundern, ich will nur kurz die exakte Beschreibung vorlesen für euch. Und zwar ist No Rest for the Wicked das neueste Spiel von Moon Studios und ist ein erbarmungsloses, präzises Action-Rollenspiel, das das Genre neu erfinden möchte. Was auch immer das uns sagen soll. Ich fand es jetzt wichtig, das nur mal anzumerken, dass das gesagt wurde. So. Charakter erstellen. Nehmen wir sie oder ihn? Ja komm, wir machen mal, nehmen wir ihn hier. Und dann versuchen wir mal uns zu machen. Der sieht doch am meisten wohl aus wie ich, oder? Ich bin Sterzig. So, Sterzig, easy. Anpassen. Ey, jetzt kann ich hier noch richtig schön mein Gesicht anpassen, ne? Aber es sind nur Vorlagen. Ich kann jetzt nicht in depth irgendwie hier meinen Charakter zusammenschustern. Ich glaube, am meisten ist es er hier vielleicht. Oder er hier. Er sieht irgendwie aus wie ein NPC. Ich nehme mal ihn hier. Haare. Welche Haare habe ich denn? Digga, so eine schöne Halbglatze. Ist auch nicht schlecht, ne? Muss man mal sagen. Ich glaube, am meisten bin ich das hier eher. Wenn meine Haare mal zu lang werden. Dann ist es wahrscheinlich am meisten wirklich eher das hier. Das hier? War das das hier jetzt? Oder das hier? Nee. Ist halt auch geil, ne? Komm, wir nehmen einfach mal... Ja komm, wir nehmen die hier. Schöne dunkelbraune Kackhaare. Gesichtsbehaarung. So ein schöner Drei-Tage-Bart, wie ich ihn immer habe. Gibt's gar nicht, ne? Es gibt nur Bart. Bart. Ja, pass auf, dann machen wir lieber kein Bart. Weil da, so viel Bart habe ich nicht. So ein Ding? Ja, komm. Scheiß drauf. Das bin schon ich. So, Augenposition. Nee, machen wir mal normal. Augenabstand. Ja, ich bin halt so literally. Ich bin halt einfach richtig normal. Braune Haare, Bart, das war's. Okay, und meine Augen sind aber eher grün, glaube ich. Na. Shit, Alter. Wahrscheinlich eher das noch am meisten. Ich bin wirklich sehr normal irgendwie. In jederlei Hinsicht. Ja, kein Plan, Mann. Mund. Ist ja scheißegal. Der sieht am meisten... Ja, der sieht aus wie Sterzig. Das ist in Ordnung.
Man sieht das Kinn eh nicht. Doch. Kieferbreite machen. Komm, also ist ja auch egal. Der sieht so aus. Guck mal, so sehe ich doch aus, oder? Oder? Ich guck mich jetzt mal im Vergleich. Geht eigentlich. Gut, wir gehen rein. Das ist Sterzig. Warum habe ich so kranke Unterarme? Holy shit. Alright. Wähle ein Reich. Benenne dein Reich. Kleinburg Wedel. Beginne am Anfang der Geschichte auf der Reise nach Sakra. Der Prolog kann bei zukünftigen Durchlaufen übersprungen werden. Ne, das wollen wir ja nicht. Den Prolog würde ich schon gerne sehen. Alright, let's fucking go. Ich bin sehr gespannt. Das Spiel hat sehr viel, sehr gute Bewertungen. Also, don't get me wrong. In den letzten 6 Jahren haben wir unser gesamtes Herzblut in die Entwicklung für eines ARPG-Erfahrung der nächsten Generation gesteckt. Eine Erfahrung, von der wir hoffen, dass sie das Genre voranbringen wird. Diese Veröffentlichung von No Rest for the Wicked im Early Access läutet eine neue Ära für Moon Studios ein. Wir freuen uns, dass du dich auf der Reise begibst. Okay, wir brauchen dein Feedback. Alright, mach dich bereit. Ein Abenteuer, erbarmungslose, fordernde Kämpfe und ein Erlebnis, das noch mit... Okay, ich bin sehr gespannt, Alter. By the way, 35 Euro. Das ist nicht wenig. 35 Euro, Leute. When I was a child, Amgard told me stories. Digga, Grafik ist schon mal Baba. Es ist ja so ein bisschen Cartoon-Grafik, ne? So gezeichnet. Oder? The pestilence turned men's faces inside out. Made them grow limbs where none should be. Es sieht schon mal wunderschön aus. But the world was Bin ich ehrlich. Lost in its wake. And she prayed. The Sarum would never need to return. Tigger, Flut der Karibik. Captain Jack? Ich hoffe nicht. Boah, Mucke auch geil. Ich habe die Musik ein bisschen leiser gestellt. Ich finde, die ballert sonst immer zu hart. We should turn back while we still can. It's an island, not a fairy tale. This is a fool's errand. There's no sum worth bringing the likes of them to shore. Digga, es sieht richtig geil aus, das Spiel. What the fuck, man? Das sieht wirklich richtig gut aus. Bin ich das? Yo. Sterzig! Oh. Never thought I'd see a set of money for myself. Okay, wir sind anscheinend auf irgendeinem, ich weiß nicht genau, was das für ein Schiff ist, ob es jetzt ein Piratenschiff ist oder I don't fucking know. Was ich weiß, es sieht geil aus. Moin. Drücke zum Sprechen. I heard you were all 7 feet tall and big as oaks. Don't look so tough to me. Musst du wissen. Links unten haben wir so ein Menü. Hier direkt unter mir ist nichts. Also wir haben literally rechts nur das Schnellmenü quasi. Okay, kann ich sprinten? Oh, Emote. Okay, auf A kann ich gedrückt halten zum Sprinten. Nein. Ich bin nicht besonders. I'll trade no words with you. Was mit ihm hier? These fools think they know who you are and where we're headed, but they've got no idea. Okay. Captain wants a word with you up above. Wer ist er denn? Digga, die haben alle Unterarme. Die haben die heftigsten Unterarme, die ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Schau dir das mal an, Alter. Die haben Oberschenkel als Unterarm.
Du hältst jetzt mal dein Maul. Hast du mich ver... Er flext erstmal ein paar Liegestütze. Ey, mach weiter, Bro. Ist in Ordnung. Er flext erstmal. Tür ist verschlossen. Muss ich jetzt hier hochklettern? Muss ich mit ihm sprechen? Don't mind the others. It's just their way. Ja, ja. Go speak with the captain and I'll check on your quarters. Okay, habe ich einen Schlüssel bekommen oder? Ach so, oder soll der Captain hier oben sein? Okay, I guess der Captain ist da oben. Kapitän! Da ist er. Da ist auch der orangene Punkt über dem Kopf. Moin. Alter, wie krass das Game aussieht. Meine Fresse. Hi. Put the men on edge, Sarah. We've trafficked in people before, but well, I won't be sorry to be out of these waters with you off my ship. Verstehe. Warum, was ist denn das Problem mit mir? Achso. Achso, wir sind quasi eine wertvolle Fracht, oder was? Okay, wir sind anscheinend einfach irgendeinem random... Anscheinend sind wir wertvoll? Ich weiß nicht warum oder so, aber... Anscheinend sind wir es. Okay, ich soll jetzt einfach chillen. Gut. Ihr alle auf diesem Boot hassen mich. Literally alle. Oder sie flexen halt... Oh, jetzt kann ich hier rein. Ah. Eine Truhe. Groschen. Hashtag Groschen. Hashtag Groschen in die Kommentare, Leute. Okay, wir haben einen Groschen gefunden. Davon kann ich mir Eiscreme kaufen. Was ist das für eine fette Ratte? Holy shit. Kann ich die killen? Während ich gefragt habe, habe ich sie einfach umgebracht. Gewisse Objekte sind zerstörbar. Wenn du sie zerstörst, geben sie vielleicht zuvor verborgene Beute oder Wege frei. Okay, also ich mache jetzt die ganzen Vorräte einfach hier unten kaputt. Okay, machen wir so. Moin. Ich frage mich, was das jetzt... Warum das jetzt gesagt wurde. Ist jetzt hier irgendwas versteckt oder nicht? Scheint nicht so. Oh, vielleicht hier. Nee, das geht nicht kaputt. Digga, ich zerstöre einfach deren komplette Inneneinrichtung hier. Ich bin ja ein angenehmer Fahrgast, sage ich euch. Richtig angenehmer, angenehmer Gast. Digga, ich bekomme die ganze Zeit... Guck mal hier, von David Jimmy Null at Apabi Homes. Das DHL-Paket ist im Lager eingetroffen und kann aufgrund unvollständiger Adressangaben nicht zugestellt werden. Klicken Sie auf diesen Link. Also ja, von David Jimmy Null, Apabi Homes. Wahrscheinlich. Höh, wer ist er? Das ist schon die zweite Dings, die ich heute bekomme. Two of washing the decks, four more in the rigging, another five at the helm, and the captain. Just like that. Aha. Wer ist er? Ist das ein Gefangener? Nee, ist einfach ein random Matrose. Matrose, ich habe die Inneneinrichtung zerstört, Kollege. Er ist der Koch, ne? Alter, geile Tattoos, Bro. Schau dich das mal ein. Er hat so einen Kochtopf hier auf seiner Brust. Okay, was macht er? Ich soll ihm Essen geben. Hier sind Pilze. Du kannst Food im Inventar. Nice, lecker Sägespäne. Geil, Pilzsuppe. Du hast Nahrung erhalten. Der Verzehr von Nahrung stellt normalerweise Gesundheit wieder her, aber einige gewähren stattdessen manchmal vorübergehende Buffs. Wenn ich jetzt Pfeiltaste oben drücke, haue ich mir so eine schöne Pilzsuppe rein. Let's fucking go.
Ich habe als Kind Pilze gehasst. Mittlerweile geht's. Oh, Beute. Let's go. Auf Dreieck muss ich die Sachen sammeln. Ne? Ich spiele, by the way, auf einem PS5-Controller. Ich glaube, die Empfehlung ist auch literally, dass ihr mit, am besten spielt ihr alle mit Controller. Ich glaube, Tastatur ist nicht der way to go. Okay, Dreieck zum Einsammeln von Sachen. Dreieck ist basically hier in dem Game interagieren. Digga. Und das macht man so hier auf dem Schiff, oder? Einfach die gesamte Inneneinrichtung zerpflücken. Ein Gebet, klar. Perfekt. Zack. Okay. Ist ja auch nicht zack, ne? Aber ich glaube, das ist so Videospielmythos. Ich glaube, in Real Life würdest du schnell festgenommen werden. Würde dann die Polizei kommen. Aber wie viele Stockwerke hat dieses Schiff, Alter? Meine Fresse. Danke. Netter Junge. Da ist mein Schlafgemach. Wer ist er? Er meinte gerade, ich soll nicht deren Fracht angucken. Was, wenn ich's tue? Das war ganz schön düster auch hier, ne? Ich erkunde jetzt einfach mal hier. Nö, hier ist nichts. Da ist eine random Leiter. Oh mein Gott, das war so ein Powerschlag. Holy moly, Macaroni. Wer ist er denn hier? Achso, ich bin anscheinend eine Legende. Die Männer haben also großen Respekt vor mir. Mit Recht. Aber ich mag die Farben, ey. Okay, zack, zack, zack. Gut, I guess wir gehen einfach mal ins Gehöft. Nee, nicht Gehöft. Ins Schlafgemach. Das ist mein Schlafgemach hier. Zack. Verdient. Verdiente Ruhe, Freunde. Alright. Träume ich das gerade oder ist es jetzt Real Life? Es ist tatsächlich Real Life. Wir werden angegriffen. Shit. Aber es war irgendwie klar. Es gibt eigentlich kein Spiel oder kein Film, wo man nicht irgendwie, Oh! Ich habe ein Schwert. How can I fight? Inventar. Zack. Geil. Es hat 6 Damage, 10 Rüstungsdurchschlag, glaube ich. Kosten 12, Gewinne 95. Aber es hat jetzt keine fetten Stats oder so, ne? So wie es aussieht. Ich kann es einfach... Doch, skaliert mit Stärke. Oh, lol. Ist das so ein Souls-Ding? So ein Souls-like? Kampfgrundlagen. Greife Gegner mit X an. Verursache mehr Schaden, indem du X gedrückt hältst. Und so einen geladenen Angriff vollführst. Weiche Angriffen aus, indem du A ausweichen tippst. Okay. Diese Aktion verbraucht Ausdauer. Ohne Ausdauer kannst du nicht angreifen oder ausweichen. Alright. Ist das jetzt den Gegner? Ja. Oha, das ist ja... Das ist ja wirklich ein Souls-mäßiges Game, ne? Guck mal, wie wenig Damage wir machen. Okay, ich habe ihn aber zerpflückt. Wir haben ein Schild. Let's go. Wie kann ich das jetzt auswählen? Hier. Okay, wir haben ein Schild. Baba. Okay. LB gedrückt halten. Der hier also. Alright. Wir haben Schwert und Schild. Und ein bisschen Damage kassiert. Ich esse kurz eine Suppe. Ein bisschen wie das Estus Flakon. Let's go. Let's go. Okay, das ist gar nicht einfach. Ich
Schöner Damage. Okay, wenn ich das hochhalte, verbrauche ich auch Ausdauer. Alright. Ich habe ihn... Okay, das ist nicht geil. Wir müssen erstmal reinkommen. Das ist jetzt nicht allzu einfach. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, wir gehen jetzt hier einfach easy durch. Das ist übel schwer. Beziehungsweise machen die viel Damage und haben sehr viel Leben. Okay, sprinte. Ah, er sprintet automatisch. Beziehungsweise er springt automatisch. Ich höre Leute leiden. Okay, Dreieck, um an der Wand entlang zu schleichen. Let's go. Ich muss niesen. Danke für die Gesundheitswünsche in den Kommentaren. Let's go. Bring einen Gegner zum Taumeln. Okay. Waffen verursachen. Icon Poise. Gleichgewichtsschaden, welcher die Gleichgewichtsanzeige über einem Gegner erhöht. Sobald sie voll ist, taumelt der Gegner. Alternativ kannst du mit LT parieren, kurz bevor ein Gegner dich trifft, um ihn sofort taumeln zu lassen. Also basically perfect parry. Mit dem hier wahrscheinlich, ne? Okay. Ein Schlüssel, aber... Ich hab's hinbekommen. Easy? Okay, ich habe keine Ausdauer. Fuck. Habe ich? Okay, wait. Habe ich. Let's go. Okay, es ist wirklich nicht einfach. Ich hau mir nochmal so eine Suppe rein. Und was ist das hier? Ist das Dings gewesen? Fuck, das hätte ich mir mal durchlesen sollen. Okay, Schlüsselquartiere des Kapitäns. Hinterhalt. Manchmal kannst du deine Gegner überraschen. Nähere dich den Gegnern von hinten, bis der Totenkopf erscheint und drücke dann X, um einen Angriff aus dem Hinterhalt auszuführen. Schleiche, damit du nicht so schnell entdeckt wirst. Okay. Ah, wenn ich den reindrücke, schleiche ich. Okay, wenn ich den links reindrücke, den Stick, dann schleicht man. Und der lebt noch. Oh nein! Oh, das ist richtig traurig. Oh, das ist übel traurig. Der war so lieb. Während alle anderen so nett waren, war er so lieb. F in den Chat, Freunde. Okay. Hier wird gekämpft draußen. Wir gehen mal hoch. Let's go. Hier herrscht bestimmt die Hölle auf dem Schiff. Da wird ordentlich gefightet. Ist das der Captain? Alter, Armbrüste gibt's auch. Es gibt also auch Fernkampf. Alter, what the fuck, Mann. Wer ist sie? Ist sie böse? Let it burn! Show these mainlanders that Sakroth is our island! Digga, die Grafik ist aber komplett insane. Okay, wir haben gleich einen zumindest. Einen haben wir, einer down. Alright, let's go. Zwei down. Die Frage ist, kann ich ihn von hinten stabben? Alright. Alles gut. Okay, wir haben zwei auf jeden Fall gerettet hier oben. Kommen da direkt jetzt neue? Oh, der hat ein Schild. Easy, alles gut.
Alles aufweia. Okay, warte. Greif nochmal an, greif nochmal an. Sehr schön, wir haben ihn taumeln lassen. Wie es im Tutorial geschrieben war, geht zum Gittergriff. Der hier? Achso, hier. Ah, hier geht's runter. Right. Wir retten mal ganz kurz das komplette Schiff, okay? Unser Mate hat zerrissen. Okay, erstmal einen weg. Okay, ausgewichen. Let's go, einer dead, zwei dead. Guck mal, für uns sind die gar kein Problem. Wir kriegen die easy hin. Jetzt müssen wir nur noch unsere Mates retten. Continues to die. Ciao, Bro, Alter. Hier ist noch einer. Okay. Oh, war ja. Der Block war scheiße. Sehr schön. Guter Konter. Shit. Wir haben ihn gleich. Ausdauer fehlt gerade. Shit. Ja, parryen muss man erstmal. Oh, fuck. Parryen muss man erstmal können. Fucking hell, okay. Wir haben leider kein Healing mehr. Wo muss ich lang? Who are you? Oh mein Gott, er hat übel den. Ich habe aber Äpfel gefunden. Oh, wei. Alles gut. Und der hat aber. Der hat voll viel Leben. Sehr schön, wir haben geblockt. Geil, also man kann auch ausweichen und dann schlägt er erstmal seine Dreier-Serie ins Nichts. Ciao. Geil. Wer quatscht denn? Ja, dann komm runter. Dann komm runter. Kämpf gegen mich. Oh ne, kommt jetzt so ein Riesenkraken oder so? Oh shit. Too late for any of us. Rip an alle, Chat. Ich sag die ganze Zeit, Chat, meine lieben YouTube-Zuschauer, ich stream gerade gar nicht. Es ist eine Offline-Aufnahme, ne? Wie gesagt. Okay, aber haben wir überlebt? Wo zum Teufel sind wir? Sieht aus wie so eine Mischung aus Minas Tirith und irgendwas von Game of Thrones. Oh, der König ist tot. So scheint's. Lang lebe der König, sagt man ja so schön, ne? Tigga. Alter, auch mega die Cutscenes. So, it's true. The king is dead. Wieso habe ich das Gefühl, als würde er sich jetzt den Thron. Long live the king. He was a great man and a good friend. I will mourn him. We will all mourn him. Your father's soul is at rest now, King Magnus. The people look to you for strength. I offer my condolences and my counsel, as I did for your father for the many great years. Pestilence has returned, Lord Bowers. Yes, I have heard the rumors. They're not. Oh, ich glaube, Magnus ist ein Arschloch. Even now it ravages the island of Sacra just off our own shores, turning their men and women into unspeakable things. Oh, damn. The pestilence is a punishment upon those who have lost their faith. Is it now? Oh, Digga, das ist so geil gemacht, das Game. What the fuck? You're not the church, Madrigal. You're just the tip of its spear. Enough. Whatever the cause of this sickness, I cannot allow it to spread. My father has been weak for many years.
I will begin my reign doing what he could not. My king, you are grieving. I must recommend against it. Nee, ich glaub nicht. Tomorrow, Madrigal Selene and her Inquisition will set sail for Sacra. I promise we will cleanse the island of this wickedness. Our new king's faith in the church is well placed. Our king's faith was never in question. Ellsworth is a strong ruler, Your Grace. Sacra will recover. No. Sacra will be reborn. Ja, das klingt irgendwie, als wäre das... This is my responsibility to the kingdom. Oh, fuck. Holy With shit. God's hands, we will reach into every corner of the island. And bring it like a newborn babe. Ich habe das Gefühl, also... Screaming into the light. Ich spreche gleich. Ah, das passiert jetzt quasi so parallel, ne? Ist sie tot? Die andere? Ist sie tot? Nee, wahrscheinlich nicht. Vielleicht schon. Also meine Vermutung. Der Dude, der jetzt König geworden ist, ist vermutlich so ein richtig junger Vollidiot, der keine Ahnung hat von den alten Sachen, die da passiert sind. Pfeilschwarzkrebs. Geil, hab einen Krebs aufgehoben. Der hat vermutlich gar keinen Plan, was Sache ist. Und ist jetzt einfach in den Krieg gezogen. Und ich glaube, es war jetzt irgendein Fluch oder der irgendwelche Sachen auf dieser Insel und vor allem Menschen und Tiere und whatever halt verändert. Ich kann mir vorstellen, ist jetzt nur eine Theorie, dass der vielleicht jetzt, oder beziehungsweise, dass er aus Versehen jetzt alle seine Soldaten verändert. Geil, ich habe eine Kupferholzverlag, Sekunde. Dass er vielleicht jetzt alle seine Soldaten verändert zu Monstern. Das kann halt sein, dass sie jetzt halt alle auf der Insel sind und sich alle verwandeln in feindliche Sachen. I'm not sure. Was ich weiß ist, wir haben gerade eine Holzfäller-Axt gefunden. Ein einfaches Werkzeug, um Bäume zu fällen. Muss man... Ist das so ein Survival-Ding auch? Nee, ne? Das wäre ein bisschen crazy. Okay, aber an der Küste finde ich jetzt gerade erstmal nichts. Kann ich hier überhaupt weiter? Oh, ich kann auch hier rein. Und da vorne leuchtet's. Ich gehe mal davon aus, ich muss da vorne lang. Was ist denn hier? Hier ist einfach nur irgendein random Licht. Erstmal möchte ich gucken, ob wir vielleicht irgendwo eine Waffe finden. Ich glaube, eine Waffe wäre noch wichtig. Tatsächlich. Oh, hier lebt noch jemand. Ist das der Captain? Ja, Kapitän Talvik. You'll never make it to Sacrament from here. This coast is crawling. There isn't. Jetzt stirb bitte. Hust hier nicht so viel rum. The waves. Can you feel them, Father? We're back at sea. Yikes. Questlog anzeigen. Der Schiffskapitän meinte, wir sollen versuchen, zur Stadt Sacrament zu gelangen. Er warnte uns jedoch, dass auf dem Weg mehr... Achso, dass auf dem Weg mehr der Räuber lauern könnten, die unser Schiff angegriffen haben. Okay, das heißt, wir müssen... Ach, wir haben jetzt sogar so eine Karte. Ja, wir müssen den... müssen tatsächlich den Weg da hoch. Okay, und wir schalten nach und nach die Karte frei, je mehr wir erkunden, right? So wie es aussieht. Aber guck mal, wenn wir jetzt ein Stück nach links gehen und nochmal auf die Karte gucken,
haben wir jetzt ein Stück mehr freigeschaltet. Okay, das ist fucking sick. Wer ist denn das hier? Oh. Geil. Wait. Wir haben neue Waffen. Oder wir haben generell mal Waffen. Das ist doch schön. Doppelbrecher. Skaliert mit Fernkampf. Lass uns mal ganz kurz hier durchgehen, was es gibt. Okay, wir haben Stärke. Geschick. Intelligenz, Glaube, Fokus. Das ist ja legit ein Souls-Game, right? Kann das sein? Wie gesagt, ich habe mir nicht viel dazu durchgelesen. Ich habe jetzt einfach mal gezockt. Krasse Scheiße. Wir können jetzt natürlich überlegen, ob wir mit Geschick gehen, wenn wir die schon haben. Aber ich würde es mir offen lassen. Die Frage ist, sammeln wir denn sowas wie Seelen? Womit wir leveln? Alter, wir one-shotten die Viecher ja komplett. Feuerstellen. An Feuerstellen kannst du mit erhaltenen Rohstoffen Mahlzeiten zubereiten. Jede Mahlzeit bietet unterschiedliche Effekte, aber die meisten regenerieren Gesundheit. Okay, das haben wir ja schon gelesen vorhin. Aber wir können jetzt uns hier mal ransetzen. Und können, wenn wir Bock haben... Okay, ich brauche Beifußkraut. Ich muss Kraut finden, um... I guess voranzukommen. Ein Rohrkarpfen. Mit Recht. Oh, Servus. Okay, Sekunde. Oh, fuck. Das ist jetzt nicht gut. Ich hau mir mal so einen Pilz rein. Oh, das hat ja gar nichts gebracht. Okay. Jetzt ganz ruhig. Lass ihn hauen, lass ihn hauen. Okay, easy, warte. Okay, boah. Da hätten wir ein bisschen mehr aufpassen müssen. Was ist das denn? Kletterpickel? Ein einhändiger Hammer. Würde 5 Schaden drauf machen. Braucht Stärke und Glaube. So scheint es. Ja, Stärke und Glaube. Krasser Hammer, Alter. Wir brauchen dafür aber 11-11. Wir haben jetzt gerade 10-10. Das heißt, wenn ich beides upgrade, kann ich den Hammer nehmen. Okay, krass. Runen sind mächtige, für die jeweilige Waffe einzigartige Spezialwaffen. Alright. Ich habe mir nochmal den zweiten Pilz rein. Hier ist so ein Kraut. Right? Geil. Das ist das Kraut. Boah, davon ist aber echt wenig da, right? Hier ist noch eine Kiste, die habe ich gerade gar nicht gesehen. Geil. So ganz ist die deutsche Übersetzung auch noch nicht durch. Also wie gesagt, es ist auch ein Early Access, das muss man sagen, mit Respekt. Okay. Wir machen 3 Suppen. Brauchen wieder Pilze, ne? Was für den Karpfen hier? Kochrezepte. Und Kochrezepte. Okay. Wir können hier oben lang. Wie sieht's denn auf der Karte aus? Okay. Ich weiß nicht genau, wo es hier lang geht. Wir gehen hier erstmal hin. Hier ist eine Festung. Oh, damn. Ich frag mich halt, wie man levelt. Naja, der hat halt nur diesen Zweier an. Die können nix. Die Kumpels. Haben wir hier irgendwie sowas wie... Genau. Ah, man sammelt XP. Ja, okay, man sammelt XP und kann dann leveln. Das ist geil. Wir haben 32 von 50 XP gerade. Das sieht man da ganz oben da links. So levelt man. Man sammelt also keine Runen. Oder ähnliches. Oder wisst ihr, was ich meine? Das macht man ja quasi in fast allen anderen Souls-Games. Sondern man sammelt einfach nur XP. Ah, fuck, da hätte ich schleichen können. Vielleicht ist das auch so ein... Oh, Alter, macht der Damage. Was hat der jetzt gemacht? Oh, Alter.
Okay, da ist ein Fernkampfschütze. Abgestochen. Der ist hier hinten. Ja, der hat eine Armbrust. Alter! hau rein, Bruder. Drücke, während du eine Spitzhacke ausgerüstet hast, um das Erz abzubauen. LOL! Man kann hier einfach random farmen. Okay, man braucht also bestimmte Sachen, um auch voranzukommen. Beziehungsweise um vielleicht auch sich Gegenstände zu craften oder sowas. Oh. Alright. Alright, wait. Wenn wir jetzt da hingehen mit dieser schönen Kupferspitzhacke, können wir das farmen, right? Okay, das ist krass. Boah, das Farmen sieht doch richtig geil aus. Das sieht richtig gut aus. Alright, got it. Ein Kupfererz. Naja, mein Gott. Naja, mein Gott, hör mal. Kommen wir hier durch? Nee. Da leuchtet irgendwas. Wir gehen erstmal auf den Turm rauf. Ich heile uns jetzt einmal. Aber jetzt wird's halt schwierig. Also die machen richtig kranken Damage, muss man sagen. Die Gegner. Wenn man erstmal auf den Gegner trifft und der einen mal den Arsch versohlt, dann ist er auch RIP direkt. Schieß nochmal, schieß nochmal. Ich kann nicht ausweichen, okay. Oh, fuck, Alter. Level up. Es ist wirklich nicht einfach, Alter. Auch mit dem Ausweichen und mit dem Dingsmanagement. 3 Fähigkeitspunkte. 3 Punkte bei jedem Rank-Up. Okay, ich habe jetzt mich so gelevelt, dass ich den nehmen kann. Ich habe das Falsche gelevelt. Was habe ich gerade gelevelt? Geschick. Klasse. Scheiße, ich wollte den Hammer nehmen. Och man. Ach nee, die andere Waffe war geschickt, ne, die ich gerade habe. Ja, dann ist ja vielleicht wenigstens die jetzt gerade besser. Ist das eine Gnade oder sowas? Ist das so ein Lagerfeuer? Beim Flüstern der Zerim kannst du dich ausruhen und deinen Fortschritt speichern. Bonfire! Let's fucking go! Okay, ist aktiviert. Right? Ja, geil, Alter! Jetzt muss ich nur noch ein Level machen, damit ich endlich den fucking Hammer nehmen kann. Hier war doch jemand, right? Macht nichts, macht nichts. Ich war gerade ein bisschen verwirrt. Wait. Was ist gerade passiert? Hat der noch jemanden gezaubert? Nee, warte mal. Wir haben gerade... Ah, ja. Warte. Oh, Digga. Weil der andere mich entdeckt hat. Okay, Vorsicht. Ey, Stück für Stück... Stück für Stück Damage machen. Okay. Digga, das Schild.
Alright. Schön in den Rücken. Digga, das ist bitter. Ja, ciao, Alter. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich jetzt machen kann gegen den Schild-Dude. Es ist jetzt erstmal nicht schlimm zu sterben, meiner Meinung nach. Warte. Warte, was? Nee, ich bin gerade verwirrt, sorry. Ich bin so schlecht, Alter. Nee, warte mal. Wenn man stirbt? Was ist der Catch beim Sterben? Ich hab Kleidung. Endlich. Aber was ist wirklich der Twist beim Sterben? Also, sind die jetzt final für immer tot? Zum Beispiel. Ich bin so verwirrt, ne? Okay, kleine Ausdauerfiole. Ausdauerfiole haben wir jetzt 3 Stück. Okay, das war gerade ein bisschen bitter. Aber anscheinend, zumindest für den Zeitraum, in dem man wahrscheinlich in einem Bereich ist, anscheinend verliert man, beziehungsweise spawnen die Gegner nicht neu. Okay. Oh mein Gott. Ich brauche halt unbedingt ein Schild, ne? Oh mein fucking Gott. Hab ihn. Okay. Puh. Hier haben wir Pilze. Hier ist nochmal das Kraut. Und ein Holz. Oh, hier sind noch mehr. Oh, das ist der Feuerbree. Oh mein fucking Gott. Digga, ich bin low. Ich weiß nicht, was ich gerade gegessen habe. Ich habe irgendeine Fischsuppe gegessen. Nee, geh mal bitte. Nein, lass die Barrikade in Ruhe. Lass sie in Ruhe. Okay, ich habe 6. Okay. Ich bin wieder voll. Ist okay. Oh mein fucking Gott. Ich kann halt nicht blocken. Doch. Ich kann halt den Perfect Parry versuchen, ne? Aber es ist übel. Ich habe kein HP mehr. Digga, das ist so schwer. Aber wirklich jetzt. Das ist nicht normal. Wer spricht denn hier? Der hier? Guna. Hier ist nochmal Erz. Alright. Lemonade. Hier ist noch ein Item. Alter, wie krass das hier alles aussieht, Mann. Da hinten ist ein Dude mit einer Keule auf der Brücke gewesen. So, der lebte noch, ne? Ja. Digga, allein, dass der... Allein, dass der so schnell kontern kann, ne? Zack, du Ratte, komm her. Wer redet denn hier? Irgendwer redet hier. Boah, dass ich den geholt habe, ist frech. Junge, gib mir die scheiß Pilzsuppe.
Gib mir die Pilzsuppe. Okay. Aber krass gemacht alles. Pilzsuppe in meinem Mund. Boah. Was ist denn hier oben? Hier ist ein Poster. Alle fallen, nur wenige erheben sich. Fallen unterdrückt uns und erhebt dann noch Steuern. Wir bitten um Lebensmittel und Medizin und sie senden Soldaten. Ellsworth, Elias Grafston und die Fürsten von Tyr sind nur Marionetten des Festlands. Erhebt euch, erobert eure Heimat zurück. Ihr wart schon immer Rebellen. Anscheinend gibt es hier Unterdrücker. Ne? Hier sind auch überall, guck mal, diese ganzen Soldaten, die hier sind, sind doch alles die Soldaten des Königs da, right? Safe call. Was ist denn hier hinter? Einfach eine Truhe. Ich höre halt irgendwen reden. Ich weiß aber nicht wer und wo. Hier oben? Okay. Das Ding heilt uns auch. Sehe ich gerade. Oder heilen wir uns generell automatisch? Wahrscheinlich das zweite, wa? Es wäre krank, würden wir uns gar nicht heilen. Hier kommen wir nicht rein. Schlüssel Westbrücke Tür. Merken wir uns. Schlüssel Westbrücke. Alright. Ich würde sagen, wir gehen erstmal wieder Richtung Mission. Wir kamen ja auch von hier irgendwo. Glaube ich. Aber hier ist doch alles tot, ne? Hier ist alles tot. Hier ist noch ein Plakat. Hier, von hier kamen wir. Okay. Hier ist nochmal ein Feuer. Ich würde sagen, wir gucken mal, dass wir uns hier ein bisschen was kochen. Nein, nein, nein. Scheiße, ich wollte eigentlich mehrere machen. Zum Beispiel herstellen und dann halt hier so viel, wie wir können. Aber wir haben nicht so viel von dem Kraut. Naja, fair enough. Aber die Pilzsuppen knallen halt, ne? Ich weiß auch nicht, wo wir die... Vielleicht können wir Rezepte irgendwo kaufen. Gibt's vielleicht einen Händler? Irgendwo? Wir gucken mal ganz kurz auf die Karte. Ja, guck mal, was wir hier alles erkundet haben jetzt hier oben. Mein Gott. Wir müssen aber dahin. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier oben lang können auch. Denke ich jetzt einfach mal. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Durchs Wasser. Ist hier ein Boss? Sieht aus wie so ein Dark Souls Bossraum. Okay, nee. Aber man kann schwimmen. Das finde ich krank. Wo bin ich? Digga, die Grafik ist halt so sick. Holy shit. Das ist so heftig, wie gut diese Grafik ist. Also wirklich, dickes, dickes Shoutout. Okay, also hier lang ist, glaube ich, tatsächlich falsch. Ich hatte jetzt die ganze Zeit gedacht, wir müssen hier lang, aber ich glaube, wir müssen hier durch. Hier oben auf der Mauer vielleicht. Hier rüber und dann da lang. So wie es aussieht. Ja. Ja, dann waren wir ja schon richtig. Ich weiß auch nicht, was schneller ist. Wenn wir sprinten oder wenn wir... Ja, okay, sprinten ist, glaube ich, der way to go. Oben sehen wir auch, wie viel XP wir haben von 105. Wir haben jetzt gerade 64 von 105. Ich würde gerne noch den Hammer ausprobieren. Bin ich early? Ich habe von rechts irgendwas schneiden hören. Okay, wollen wir mal hier gucken. Kommen wir hier irgendwie... Ach doch, doch. Wir kamen doch hier oben auf die Mauer irgendwo. Hier rüber, oder? Ja. Und dann hier lang.
Und dann hier runter. Und hier war so ein... Ja, okay. Ich war einfach nur dumm. Ich brauche einen Torhebelgriff. Warte. Und anscheinend wurde der Hebel sabotiert. Das ist quasi jetzt unser geupgradetes Ziel. Okay, der Torgriff wurde sabotiert, steht da. Da steht jetzt aber auch nicht wirklich, was jetzt die Lösung ist, ne? Oha, oha, man kann ja übel klettern. Oha, ich hab Hosen. Junge, GG für die Hosen. Let's go. Ich sehe doch mittlerweile nach was aus hier, oder? Okay, ja. Für mich ist die Frage, hat sich jetzt auf der Karte was getan? Nee, ne? Wo können wir denn suchen? Das hier ist eher die Frage, wo können wir suchen? Wo macht es Sinn zu suchen? Was ist denn, wie kommen wir denn hier rauf? Da ist er, Dieter. Wait. Ah. Lass mich rein. Lass mich rein. Wie komme ich da rein? Schlüssel Speisesaal. Ach, die sind das. Hier komme ich nicht durch. Okay. Was ist denn hier? Was ist das hier? Schlüsselspeisesaal. Wir haben die Antwort. Let's go. Okay. Also man muss auch ein bisschen suchen, ne? Natürlich. Das ist aber gut. Ich bin nur ein bisschen lost. Na? Moin. Das Geile ist, wir machen auch ein... quasi mehrfachen Damage. Oh mein Gott, das ging richtig nach hinten los. Wenn wir quasi eine Person angreifen und da stehen mehrere hinter, machen wir auch mehr Damage. Also beziehungsweise für beide Damage. Alles gut. Okay, bisher läuft gut. Wir machen Fillmore. Wir machen so soliden Damage. Ja, okay, war worth, war guter Trade. Der eine ist fast down. Oh my fucking Gott. Iss den Pilz. Ich muss 7 Sekunden warten, um noch einen Pilz zu essen. Digga. Ist einfach hier... Wie nennt man das nochmal? Reise nach Jerusalem. Nur mit einem Tisch. Oh fuck, ey. Digga, das ist... Ich habe halt nur diese beiden Drecksmesser. Diese beiden dreckigen Messer. Aber die sind ja jetzt low, oder? Oder? Nee. Oh, ist das stressig. Ja, komm, hau doch. Ey, das ist so krank. Der 3 Stück auf einmal, okay. Okay, einen haben wir weggefocust. Einer ist weggefocust. Oh, es ist so gemein, es ist so gemein. Was habe ich gefunden? Geld? Okay, der hat sich einfach umgedreht und geblockt. Okay, sehr geil. Ich hau mir mal ganz kurz so eine Suppe rein. Auch wenn ich schon wieder viel zu viel konsumiere gerade. Sehr... Alter, der haut einfach...
Der ist nicht mal durch meine Hits ist der nicht mal geschwächt. Ich war voll weit weg. Boah, ich muss hier alles essen gerade. Okay, der eine ist fast down. Einen haben wir. Nur noch er. Fuck. Oh Mann, ey. Stressig. Stressig, stressig, stressig. Was geht, Fillmore? Thank you, stranger. Thought I could sabotage the gate, keep more of these savages from reaching Sacrament's walls. Wer ist er? Er sieht aus wie der Matrose. But I got my damn fool self trapped too. Okay, er hat sich selbst eingeschlossen, Leel. I'm a blacksmith and not a soldier, huh? Name's Fillmore. Oh, er ist der Schmied. If you ever need anything repaired, you come to me. Nothing I can't fix. Now here. This will open the gate. Get yourself to Sacrament. Through the Auburn Glades to the east. But keep a careful eye out. Torhebel. Ja, geil, das ist er. Speak of a foul presence outside the city's gate. Geil. Hier gibt's was zu kaufen. Hier gibt's die Dinger. Die Schaufel könnten wir noch mitnehmen. Wie viel Geld haben wir denn? 35. Ja, also. Ja. Die ist übel teuer. Okay, erstmal kaufe ich nichts, würde ich sagen. Aber wir wissen, dass Fillmore hier ist. Das ist gut. Wir wissen, dass der Schmied Fillmore da ist. Ich mache jetzt erstmal auf hier. Let's go. Und dann geht's auch schon zu unserer Mission. Oh my fucking God. Ich muss den killen. Ich glaube, wenn ich... ich glaube, wenn ich den kille, dann... ich glaube, wenn ich den kille, sind wir Level up. Und dann kann ich den blöden Hammer nehmen. So eine Scheiße, Alter. Oh mein Gott. Boah, Alter. Ich kann auch noch gar nicht einschätzen, wie weit der... Sehr guter Angriff. Okay, ich lasse ihn an mir vorbeispringen. Das ist, glaube ich, der Plan. Oh ja. Oh ja, das war er. Ich lasse ihn an mir vorbeispringen. Komm. Sehr gut. Level up. Let's fucking go. Also, Glaube, Stärke, Ausdauer. Jetzt nehmen wir den Hammer. Jetzt bin ich mal gespannt. Gewichtsklasse. Die Gewichtsklasse bestimmt, was für ein Ausweichmanöver du vollführst. Schnell. Schnellschritt, normal, Rolle, langsame Rolle plus bring Gegner. Was heißt bring Gegner? Es ist hier quasi. Plus bring Gegner. Ach so. Bring Gegner ins Taumeln. Mit dem Schulterrempler. Das heißt, wenn man schwer ist, ist es sogar gar nicht übel, weil wir dann eine ganz eigene... oh, hier kann ich schaufeln. Ein bisschen wie bei Animal Crossing. Okay, ich bin jetzt, glaube ich, der Typ normal. Wir machen jetzt eine Rolle gerade. Hier ist noch ein Hebel. Das war der schlechteste Fahrstuhl-Move, den ich jemals gebracht habe. Okay, auf nach oben. Alright.
Alter, die Waffen hören sich aber auch richtig mächtig an. Richtig mächtig, Alter. Ist ein bisschen wie Thor's Hammer die ganze Zeit. Das Problem ist jetzt, Leute. Oh my fucking Gott. Das Problem ist jetzt, ich hau mir erstmal den Apfel rein, dass wir jetzt natürlich mehr Damage machen, aber wir natürlich jetzt auch viel langsamer den Angriff an sich ausführen. Alter Schwede, Kollege. Muss ich hier was machen? Nee. Hier ist ein Lagerfeuer. Be careful, Lara. Someone's coming. Wer sind die? Saren. Forgive my father. He mistook you for one of the risen. Was haben die denn da gekillt? Ein Reh? Seid ihr Tiermörder? There are worse things than bandits up ahead. A great beast is loose in these glades. They say it used to be a man. I wanted to go after it, but father says. Father says the Torn are not to be trifled with. Richtig. Right. Ich frag mich aber, ich möchte gern noch sehen, was die Geplagten sind. Wisst ihr, was ich meine? Ich würde gern wissen, was die Geplagten sind. Oh, damn. Oh nein! Ich war zu übermütig. Okay, ich habe jetzt halt diesen Hammer, ne? Aber der Hammer... Ja, der weiß ich nicht, ob mir der jetzt besser gefällt gerade als... als ihr wisst schon. Als die schnellen Brüder. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß nicht, ob mir der besser gefällt. Oh nee, warte mal, der Fahrstuhl ist um. Ist nicht schlimm. Oh. Okay. Gleichgewichtsverteidigung. Okay, Gegner können auch Gleichgewichtsschaden verursachen. Das kann deine Aktion unterbrechen, der dich ins Taumeln bringt. Okay, wenn ich den Widerstand habe, sowas wie zum Beispiel den Helm. Ist das Baba? Guckt euch, guck mal an, wie ich aussehe, Alter. Wie eine fucking Legende. Wo bin ich hier? Oh, hier schwimme ich. Oh. Einen habe ich. What the fuck are you? Oh my fucking Gott, das ist ja hart. Lol. Das sind also die Verfluchten. Was ist das hier? Rundschild! Oh Gott, fucking bless. God bless, wir haben ein Rundschild. Oh, endlich. Damit können wir immerhin mal endlich blocken. Einen einfachen Block mit den Schwertern zum Beispiel. Ging halt nicht. Jetzt habe ich den geilen Hammer und kann blocken. Aber Freunde, ich sage euch, wie es ist. Was ein absolut legendäres Game. Ich bin komplett abgeholt. Ich kann ums Verrecken, und da bin ich jetzt mal ehrlich, ich kann ums Verrecken nicht nachvollziehen, wie Leute diesem Spiel eine schlechte Bewertung geben können. Das Spiel ist ja mal so gut. Und die Leute, Leute kritisieren halt viel, dass man nicht mit Maus und Tastatur zocken kann. Aber Leute, ganz ehrlich, holt euch einfach einen Controller, Mann. Hört auf zu heulen und holt euch endlich mal einen Controller. Es reicht ja schon, wenn ihr einen PlayStation 4 Controller habt, glaube ich. Also es gibt so viele Spiele mittlerweile, wo man einen Controller gebrauchen kann. Und die Leute machen es gefühlt nicht. Deshalb, mit dem Controller, Leute, es ist nicht schwierig. Es ist super einfach. Lasst euch nicht von den Kommentaren da abwenden. Klar, es ist jetzt noch nicht... Ah, ein Shortcut, oder was?
Hier war die Sackgasse. Es ist jetzt noch nicht absolut perfekt polished, ne? Wobei es sich schon fast nah dran anfühlt. Es ist Early Access. Die Entwickler haben das ja auch gesagt, so. Deshalb, ich denke, das Spiel hat eine wirklich bright future vor sich. Lasst euch bitte, bitte, bitte nicht davon, lasst euch bitte, bitte davon nicht abschrecken. Geiles Game. Und absolut worth 35 Euro. Wirklich, komplett worth. Also, ich bin total abgeholt. Und ist ja nicht mal Werbevideo, ne? Ich sag's dir nur. Richtig, richtig geiles Game. Und auch schön knackig schwer. Also wirklich extrem schwer. Das ist nicht für schwache Nerven, Freunde. So viel kann ich sagen. Kann ich das hier runterlassen? Ja. Okay, Brücke ist unten. Geil. Ich glaube, wenn wir jetzt hier weitergehen, kommen wir zur nächsten Gnade, ne? Ja. Freunde. Das war der erste Einblick von dem Game. Ich bin komplett abgeholt. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass das Spiel so fucking geil ist. Also, ganz klar, das Game ist ein absoluter Hit. Also, wirklich. Ihr habt es ja jetzt gesehen. Es ist absolut insane. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Das ist richtig, richtig geil. Eine Angel habe ich noch nicht. Aber ich könnte jetzt auch angeln gehen, wenn ich will. Warte mal, lag da nicht eine Angel... da lag eine Angel vorhin an diesem Ufer. Ich habe sie nicht aufgehoben. Egal, Freunde. Das war ein erster Einblick. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. Und wenn ihr bis hierhin geschaut habt, dann schreibt gern zu Hause. Ist immer noch am besten in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Und tschüssi. Ich hoffe, die neue Kamera gefällt euch. Mir gefällt sie sehr gut. Sehr, sehr gut. Endlich mal ein normales Bild. Freunde, bis dennchen. Tschüssi.